Egal, ob wir in unserem Leben spirituell interessiert sind oder ob wir einfach ganz normal versuchen, klarzukommen und uns weiterzuentwickeln und glücklich zu werden. Ganz egal. Es passieren immer irgendwelche Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat oder mit denen man dann so umgeht, wie man es eigentlich nicht wollte. Das heißt, man erlebt irgendwelche Streitigkeiten oder irgendwelche Konflikte oder irgendwelche Aufgaben, auch beruflich oder schulisch oder einfach im ganz normalen Alltag mit Mitmenschen in der sozialen Umgebung. Man erlebt Dinge, wo man eine gewisse Vorstellung von hat, wie man mit diesen Dingen umgehen will, und in dieser Situation plötzlich, wo einfach alles auf einen einprasselt, reagiert man anders, als man sich das gedacht hätte. Und viele Menschen machen sich dann dafür fertig, dass sie so reagiert haben. Besonders die Leute, die ein bisschen sich weiterentwickeln, also im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung oder spiritueller Entwicklung. Gerade die Menschen machen sich besonders fertig dafür, dass was nicht so geklappt hat. Aber auch der ganz, der Normale, der noch nie so ein Selbsthilfebuch oder ähnliches in der Hand gehabt hat, der hat trotzdem eine Vorstellung, wie er mit der Welt interagieren will und mit seinen Mitmenschen. Und wenn das dann nicht passt, dann entsteht eine Diskrepanz und dann ist man sauer auf sich selbst und wütend und macht sich dann fertig. Wichtig zu erkennen ist aber, dass es natürlich gesund ist, zu erkennen, was hätte da besser laufen können, aber sich nicht dafür fertig zu machen, sondern wenn man diese Erkenntnis gesammelt hat und dieses Gefühl, was damit verbunden ist, dieser Ärger oder ähnliches, einfach hochgeholt hat und dieses Gefühl gefühlt hat, damit es weiterziehen kann. Danach versuchen einfach nicht weiter irgendwelche Gedanken zu spinnen um diese Sache und sich weiter darüber zu ärgern und eine Geschichte daraus zu machen. Und durch diese Geschichte kann diese Sache sehr gut weiterleben. Das heißt, man kann sehr schnell in diese Geschichte wieder einsteigen und dann sie weiterspinnen und weiterspinnen. Und irgendwann hat man einen ganzen Roman um dieses eine Ereignis herum gemacht. Sondern nachdem man seine Lehren daraus gezogen hat, diese Gefühle, die damit verbunden waren, gefühlt hat, einfach diese Sache gehen lassen und diese Sache vielleicht ein bisschen reframe, also quasi eine andere Sichtweise auf diese Sache entwickeln. Im Bezug darauf, dass man einfach das Gute daran sieht. Aha, das hat mir jetzt eine Erkenntnis gebracht, das bringt mich jetzt in einer gewissen Hinsicht weiter und ich kann jetzt weitermachen. Ich habe jetzt einen Push, ich habe jetzt eine emotionale Reaktion gehabt, die mich antreibt, weiterzumachen. Und das ist nur ein Beispiel und das kann man auf jeden Lebensbereich ausweiten, auch auf Tod zum Beispiel. Eine Trauer ist eine ganz normale, gesunde Sache, aber wenn man sich dann irgendwelche Vorwürfe macht, dass ein geliebter Mensch von einem gegangen ist, wenn man vielleicht sucht, wo habe ich selbst Schuld daran und sich dann eine Geschichte daraus im Kopf zusammenspinnt und es dann jahrelang weiter in sich trägt, dann ist keinem geholfen, weder dem Toten noch einem selbst, noch den Mitmenschen, die mit einem selbst zu tun haben dann. Eine Trauer bei einem Todesfall oder eine Selbsterkenntnis bei einem Streit oder bei etwas Konfliktbeladenem ist völlig normal und auch die Gefühle, die damit einhergehen. Trauer ist dann das Gefühl zum Beispiel oder auch die Wut, der Ärger. Das sind normale Dinge, die man fühlen kann und die man in sich hochholen kann und die man annehmen darf. Aber alles andere sollte man vielleicht lassen oder man sollte erkennen, dass es zu nichts bringt und vielleicht das Ganze umpolen. Im Sinne, dass man einfach das Gute daran sieht und dann weiterkommt im Leben sozusagen. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.